Oh shit, Alter! Sondern auch möglichst lässig, so wie Zlatan auszusehen. Ja Leute, also der Trick ist deutlich schwerer als gedacht. Servus Leute, was geht? Willkommen zur zweiten Folge meiner Recreate-Serie. Im ersten Part habe ich 4 Tricks von Cristiano Ronaldo nachgestellt. Heute geht es weiter mit Zlatan Ibrahimovic. Auch hier gibt es wieder 4 Tricks. Besonderheit, heute gibt es auch 2 Trickshots im Video, die ich nachstellen muss. Wer das Prinzip noch nicht kennt, und zwar habe ich mir 4 der besten Tricks von heute Zlatan Ibrahimovic ausgesucht, die ich jetzt im Video nachstellen muss. Bin mal gespannt, ob ich das kann. Habe ich auf jeden Fall so noch nicht probiert. Deswegen viel Spaß beim Video, genug gelabert. Auf geht's. Ja Leute, kommen wir auch schon zum ersten Trick von Zlatan Ibrahimovic. Und zwar handelt es sich beim ersten Trick um einen stylischen Flick-Up. Ihr seht hier das Original, und zwar flickt Zlatan Ibrahimovic den Ball mit dem starken Fuß über den Kopf, trifft ihn dann einmal mit der Hacke über den Kopf wieder und dann schon wieder weiter. Sieht relativ lässig aus, stelle ich mir aber gar nicht mal so einfach vor. Deswegen versuchen wir es mal, auf geht's. Ja Leute, heute geht es natürlich nicht nur darum, die Tricks zu schaffen, sondern auch möglichst lässig, so wie Zlatan auszusehen. Und beim ersten Clip ist jetzt das Schwierige, was ich vorher gar nicht gesagt habe, dass er ja gar nicht den Ball anguckt. Der flickt ihn ja hoch, guckt aber weiter nach vorne und haut ihn dann mit der Hacke über den Kopf. Das stelle ich mir, glaube ich, deutlich schwerer vor als gedacht, weil man, wie gesagt, den Ball nicht sieht. Aber es soll keine Ausrede sein. Probieren wir es. Ab geht's. Ja Leute, also der Trick ist deutlich schwerer als gedacht, wenn man den Ball halt nicht sieht. Ich weiß nie, wie weit muss ich nach hinten springen. Ist er rechts, ist er links. Aber das sollte eigentlich machbar sein, aber wie gesagt, deutlich schwerer als erwartet. Ja Leute, da hat der Trick geklappt. Ich habe aber gerade bei der Kamera gesehen, dass der gar nicht auf Cam war. Vor allem danach noch schön Crossbar-Treffer, das war eigentlich der perfekte Clip. Aber man hat es leider nicht gesehen, deswegen versuche ich es jetzt natürlich nochmal. Hat doch noch geklappt. Muss aber ehrlich sagen, dass ich den Trick extrem einfach eingeschätzt habe und jetzt extrem anstrengend war, weil das Schwierige ist tatsächlich, wenn der Ball über dem Kopf ist, nicht zu sehen, wo er ist. Also mit hinschauen klappt der Trick relativ einfach. Ich denke, 2-3 Versuche habe ich da gebraucht, bis ich den geschafft habe. Aber wirklich ohne zu gucken, das war schon eine Herausforderung. Ja Leute, weiter geht's mit Clip Nummer 2. Den stelle ich mir relativ schwierig vor. Diesmal geht es nicht um einen Trick, sondern um einen Schuss. Den kennt wahrscheinlich jeder von euch, wo er sich bei Schweden aufgewärmt hat. Ball lässt er klatschen mit dem rechten Fuß, zieht er mit dem linken Fuß einen richtig schönen Curveball ab. Knapp unterm Lattenkreuz schlägt der Ball am Pfosten ein und dann ins Netz. Stelle ich mir richtig schwer vor. Ich werde es natürlich mit meinem rechten Fuß machen, quasi links vorlegen und rechts schießen. Bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Finden wir es heraus. Los geht's. Ja Leute, ich muss sagen, mit dieser Zlatan Ibrahimovic Schusstechnik, diesem Curveball, bin ich gar nicht so gut befreundet. Ich bin eher der Typ, der mit Vollspann schießt. Das hat man jetzt auch bei den ersten Schüssen relativ stark gemerkt, dass ich diesen Curve-Effekt nicht so gut hinbekomme. An guten Tagen läuft es auf jeden Fall besser, aber jetzt muss ich sagen, es ist glaube ich besser, dass ich meine Schusstechnik wechsle und quasi mit meiner eigenen Schusstechnik diesen Schuss versuche nachzustellen, quasi am Pfosten seitlich zu treffen, dass der Ball dann übers lange Eck hineinrollt.
Bin ich mal gespannt. Ist doch schwieriger als erwartet, aber nichts fürs Aufgeben. Ja, mit meiner Eingangsschusstechnik ging es doch schon mal viel besser. Der war auch tatsächlich an den Innenpfosten, hab die Schusssicht leider ein bisschen verdeckt, deswegen hat man es leider nicht so gut gesehen. Deswegen würde ich sagen, als Entschädigung gibt es jetzt noch mal ein paar Versuche mehr mit meiner eigenen Schusstechnik. Ja, da waren jetzt einige dabei, die dem Schuss nahe kamen. Keiner war wirklich so gut wie von Zlatan, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen geht der Punkt an Zlatan, aber nichtsdestotrotz bin ich relativ zufrieden. Ja, Leute, weiter geht's mit Clip Nummer 3. Jetzt geht's um eine Freestyle-Kombo. Und zwar macht Zlatan Ibrahimovic hier den Around the World, jongliert dann weiter, spielt ihn nach oben, um dann in die Knie zu gehen. Ball springt auf den Oberschenkel, jongliert dann weiter, dann in den Footstall und dann hier Chest-Stall. Sollte eigentlich machbar sein, diesen Knietrick habe ich jetzt so schon lange nicht mehr gesehen, auch noch nie probiert, aber es soll keine Ausrede sein, ab zum Recreaten. Leute, beim ersten Versuch tatsächlich schon geklappt, muss aber sagen, dieser Knietrick, wo er sich so hinkniet und der Ball auf dem Oberschenkel landet, sah gleich bei mir ein bisschen unsauber aus, deswegen gibt es jetzt nochmal eine Wiederholung, wo ich den Trick versuche nochmal sauberer nachzustellen. Play my position, what is given with no concerns. Go, 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 set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off. You living boring, I'm gonna set it off. Ja, Leute, sind wir schon angekommen bei Clip Nummer 4. Den stelle ich mir relativ cool vor, habe ich auf jeden Fall Bock nachzustellen. Und zwar, den kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, der Facebook oder Instagram hat. Zlatan Ibrahimovic läuft hier ganz lässig in den Strafraum, Flanke kommt von außen und dann trifft er den Ball seitlich im Außenriss als Volley ins Tor. Bin ich mal gespannt, Kollege kommt gleich durch, der schlägt mir meine Flanken. Stelle ich mir einfach vor, aber ich glaube, man unterschätzt das Ganze ein bisschen, deswegen finden wir es raus, auf geht's. Ja Leute, sind wir angekommen beim Zlatan Ibrahimovic Abschluss, eine ganz besondere Volleyart. Er trifft ihn ja seitlich. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, den Fuß erstmal so hinzubekommen, weil Zlatan ist ja eigentlich richtiger Karatekämpfer. Aber Dom ist jetzt, steht jetzt beim Eckballpunkt, schlägt den dann an den Fünfer rein und ich muss versuchen, den dann möglichst schön ins Tor zu kriegen, weil wir haben keinen Torhüter, deswegen versuche ich natürlich platziert abzuschließen. Took time with this here, I'm made for war. No sleep in the wild, I won't fall. No sleep in the wild, I won't eat out. I keep God first. I see evil when I converse. Not today, say. This how God works. Play my position, what is given with no concerns. Set it off. Top of the morning, I'm gonna set it off. You living boring, I'm gonna set it off. Shoot when I'm scoring, I'm gonna set it off.
Also da war jetzt gerade mehr Volley als Seite, deswegen nochmal. Okay. Am besten ein anderer Ball, weil der flattert als ein bisschen. Ein Ball noch. Okay. Es soll dieser Ball wohl sein. Ja, der Ball haben wir nicht abgeholt. Ja? Oh shit, Alter! Jetzt musst du noch drauf sein. Ja, ich würde sagen, hat auf jeden Fall schon dezent gut geklappt. Die ersten Versuche waren relativ schwierig, den Ball wirklich so zu treffen. Vor allem, der muss eigentlich relativ zentral hüfthoch fliegen, sonst kriegst du eigentlich keine Chance, den wirklich seitlich zu treffen. Volley wäre auf jeden Fall deutlich einfacher, aber nicht Zlatan-Art. Deswegen würde ich sagen, für die Verhältnisse hat es auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum zweiten Part meiner Recreate-Serie gewesen sein. Part 1 war Ronaldo, heute die Legende Zlatan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt Feedback in den Kommentaren da lassen. Waren die Tricks sauber? Kann man es durchgehen lassen oder eher nicht? Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen, wie schon im letzten Video, welcher Spieler ich als nächstes nehmen soll und mich an dem anlegen soll. Es sind auf jeden Fall noch viele Spieler da, deswegen lasst einen Kommentar da. Das war's dann schon wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Denn dann kommen häufiger diese Videos. Bis dann, macht's gut. Ciao.